Ekaterina Leonova und Taimen Krause steigen mit ihrer Rumba zum Favoritenkreis bei Let's Dance auf. Nach dem Tanz wurde über etwas ganz anderes diskutiert. Heiß, heißer, Ekaterina Leonova. Dass die Let's Dance Profitänzerin vor allem mit den leidenschaftlichen Tänzen auf dem Parkett begeistern kann, ist bereits seit einigen Jahren bekannt. Bei ihrem Tanzpartner Taimen Krause gab es allerdings in dieser Richtung noch nicht so viel zu sehen bis jetzt. Let's Dance. Ekaterina Leonova und Taimen Krause sorgen mit Beiner Kuss für Spekulationen. Wir erinnern uns, in einer der ersten Shows hatte Juror Joachim Jambi den Mentalisten heftig kritisiert. Grund: Der Promi war dem 58-Jährigen nicht männlich genug. Eine fiese Kritik, zu der sich Taimen selbst kurze Zeit später auch deutlich geäußert hat. Jetzt hat der 28-Jährige die passende Antwort für den Juroren parat gehabt. In der vierten Show durften Taimen Krause und Ekaterina Leonova eine Rumba zu Do You Really Want to Hurt Me von Culture Club präsentieren und begeisterten mit einem besonders sinnlichen Auftritt. Am Ende kamen sich die beiden dabei ziemlich nah, so nah, dass es direkt danach Spekulationen gab. Habt ihr euch etwa geküsst? Hakte Moderator Daniel Hartwig direkt nach. Taimen Krause entgegnete danach nur, dass das Licht aus gewesen sei und das Ganze deshalb wohl ein Geheimnis bleibt. Und auch Mozi Mabuse stieg in die Diskussion mit ein und betonte: Ich werde nichts verraten. Ekaterina Leonova und Taimen Krause sind nun auch im Favoritenkreis. Beiner Kuss hin oder her. Der Tanz der Liebe brachte Ekat und Taimen Glück, denn die Jury war vollends überzeugt. Das war so heiß, schwärmte Jorge Gonzalez. Und auch Mozi Mabuse freute sich über die Stimmung auf dem Parkett. Joachim Jambi sah Fortschritte in Sachen Männlichkeit und lobte dafür vor allem Ekaterina Leonova. Am Ende konnten sich die beiden 26 Punkte von der Jury abholen, ihr bisher bester Wert. Und damit gehört das Tanzpaar nun ganz offiziell zum engeren Favoritenkreis und ist Verfolger Nummer 1 von Anna Ermakova und Valentin Lusin.